Hallo und willkommen zurück. Grounded, unser Spiel. Und Marcel macht mal wieder Faxen. Guckt euch das an hier. Sehr cool, sehr cool. Ja, hi, hallo Marcel. Hallöchen. Gut, okay, damit es gleich mal hier losgeht. Moment. Ja, Tropfen. Ich brauche erstmal schnell noch was zu trinken. Aber erstmal was essen. Moment. Halt, 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 halt. Ja. Komm mal zurück. Ja, gleich. Dann zeige ich dir mal, wie gut du wieder mal nicht guckst. Wieso? Oh, oder, Ach so. Also. Ja, gut, okay. Alles klar. Da. Jetzt hole ich mir aber erstmal den Tropfen hier. Gut. So, Keule raus, alles klar. Ich guck mal nach der Krähenfeder da hinten, weil damit ich auch nah am Brust habe, damit ich endlich auch mal ein bisschen Schaden mache. Ja, auch da. Und ich baue schon mal für mich eine Rüstung. Ja. Und du kannst den Blick. What? Boah, der. Achso. Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Ja. Er ist wieder Frischwasser. Ah, ah, ich nicht, zum Glück nicht. Nein, nö. Hat geklappt. Zum Glück bin ich so spät rein, dass er mich nicht bemerkt hat. Ach komm schon, eine Feder, das wäre toll. Nein, ist keine da. Kann die. Muss die im Wasser sein oder kann die auch möglicherweise da auf dem Dings drauf sein? Hier auf dem. Nee, die muss irgendwo auf dem Wasser schwimmen. Okay. Kann auch hinten am Felsen sein. Hinten am Felsen? Moment. Hä? Ach nee, du hast ja noch Leder bei dir, ne? Ich müsste noch welches haben, ja? Ich wollte gerade sagen, ey, wir haben uns noch nicht erzählt. Wir hatten 22 ausgerechnet, die wir brauchen ja, für zweimal. Fünf Stück habe ich jetzt nur noch hier in der Kiste. Okay. Dann müsstest du den Rest ja noch bei dir haben, also gut. Ich gucke mal nach. Boah. Wie viel habe ich denn? 9 Stück? Ja, sollte passen. Okay. Ich bin schon echt mies in Mathe, ja, aber ich soll mal zählen, das kann ich noch. Das sagst du. Ja, auf jeden Fall, was haben wir heute Großes vor? Also das, ja. Wir wollen eine Wolfsspinne legen, und zwar eine, die null Chance hat, sich zu wehren. Die sitzt sozusagen in der Falle und ist ja interessant für uns alle, wenn wir keinen Schaden nehmen. Denn Spinnen töten, Wolfsspinnen töten ohne Schaden ist immer gut. Und theoretisch müsste auch diese Spinne nach ca. 2 Spieltagen wieder respawned sein. Das heißt mit anderen Worten, wieder ein Opfer. Denn in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, wir stehen darauf, dass Tiere auch Opfer werden. Also nicht Tiere, nein, das stimmt nicht. Insekten. Und zwar, dass sie eben halt keine Chance haben, an uns heranzukommen. Okay, dann lass uns mal die Wolfsspinne suchen. Nein, erst trinken. Ich muss erst trinken. Ich hole mir jetzt hier was. Ja, ist und, ja nicht umsonst so stell voll. Dir mal bitte was her. Was? Wie was herstellen? Hey, hey. Was meinst du? Also Zuschauer, was haltet ihr davon, wenn wir uns einen Schlosser suchen, der einen Backpfeifenautomaten baut? Was? Ich habe nur 4 Krähenfederstücke. Ich kann die Armbrust nicht bauen. Guck mich doch mal bitte an. Was ist denn jetzt? Ach so. Nee, lass uns erst die. Nein, nein, nein. Komm, erst die Spinne. Gut. Ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit in der Basis rumzustehen. Ist doch auch langweilig. So, Moment. Ja. So, folge mir. Ja, mache ich. Ich soll dir doch folgen, da musst du aber vor. Los. Ja, aber fress doch nicht meinen Honig. Doch, weg. Meins. Erster gewonnen. Aha. So. Der läuft einfach durch. Oder? Gratis essen. Cool. Nö, nee, der hängt auch drin. Na, das ist doch. Ja, was letztendlich eigentlich Harz ist. Nö, das lasse ich hier. Moment, wo bist du hin? Kann man nie. Pure Wissenschaft. Tada! Ja. Sehr schön. Aber hier sollte eigentlich eine Wolfsspinne sein. Okay. Das wäre jetzt enttäuschend, wenn die nicht da wäre. Dezent.
muss dich erstmal wieder finden. Aber... Oh, komm mal her. Komm mal zu mir. Ja. Ich muss dich erstmal finden. Ach da. Hier. Was ist schon mit dir? Siehst du diese Teile, die aussehen wie... Ja. Ich sag's mal lieber nicht. Ja. Ein Netzsack. Dann hauen wir das mal drauf. Ja, machen wir das. Okay. So, und guck mal, was da liegt. Oh, cool. Ja, Bombardierkäferbrocken. Witzigerweise fressen die Spinnen nämlich auch andere Tiere. Du kannst in diesen Säcken... Alles Mögliche finden, nehme ich an. Ganz genau. Sehr gut. Ach komm, dann nehme ich das auch noch mit. Ist aber wie ein Glücksspiel. Ja, klar. Wir wissen ja vorher nicht, was er gefressen hat. Oder eben halt auch nicht. Guten. Ja. Dann würde ich sagen, okay, das mit der Spinne fällt leider aus. Habe ich zu viel angekündigt? Naja. Ja, dann sind die in der Höhle. Normalerweise aber hast du die hier. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, also ich finde dich nicht. Wo bist du? Ach, dieser Mann. Ja, was soll ich machen? Ah, da. Da hinten. Sag doch, dass du weitergelaufen bist. Woher soll ich denn durch? Also, Leute, das ist nicht in der Richtung, wo ich ihn vermutet hatte. Also ganz ehrlich, das ist voll woanders. Total. So. Dann, wie komme ich denn hoch? So, ja. Jetzt ist er schon wieder aus den Augen verschwunden. Ja, du findest das witzig, ich nicht. Ich, wenn du eine andere Höhe hast, dann sehe ich dich nicht. So, dann lass mal hier. Ah, da bist du. Hier links gucken. So, dann kommen wir. Ja. Hm? Wo willst du hin? So. Also, ich war gerade neben dir. Ja, ich weiß. Ja. Aber wo willst du hin, sagte ich. Ja, irgendwo muss ja jetzt die Wolfspinne hier rumkraucheln. Ja, theoretisch müsste sie eigentlich schlafen. Du hast Hunger. Nein, habe ich nicht. So, theoretisch müssten dann hier unten welche drin sein. Moment. Ja. Hier unten welche drin. Aha. Wo meinst du mit unten drin? Halt. Hier da unten, wo du jetzt hingehst. Ah, mein Inventar ist voll. Ernst? Ja, mein Ernst. Ah, stimmt, du warst wohl nicht abladen, ne? Ja, richtig, genau. Na. Habe ich irgendwas, was ich rausschmeißen kann? Wieso, was willst du denn aufheben? Eichelbrocken. Achso, ich komm. Ja, ich habe eine Pflanzenfaser, die hau ich raus. Oder? Ach, komm, die nimmst du auch mit. Hast du Platz? Ja, ne? So. Ja. Na, die ganze Beute vom letzten Mal vergessen rauszunehmen. Okay. Ja, da ist er. Moment. Also eine. Da. Na gut, aber hier haben wir keine Chance. Sie kriegt uns. Ja, wenn die rauskommt, können wir aber... Auf die Wurzel. Genau. Okay. Und mit ein bisschen Glück haut sie im Regenkäfer. Gut, dann würde ich sagen, schieß sie an. Ja, sie kommt. Sie... Uah! So. Was? Die haut schon wieder ab. Das war nicht so gut. Okay, sie ignoriert den Käfer. Okay. Mal gucken, ob ich hier sicher stehe. Ich stehe hier sicher. Hm. Hä? Was ist das? Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ein Pfeiler habe ich auch so wenig. Wie viel hast du? Moment, muss ich gucken. Achso, seht ihr ja, 36. Okay, das wäre cool gewesen, hättest du mir ein paar gegeben. Mist. Was denn?
Ja, bin gleich tot. Oha. Ja, Gift. Nein, die kommt nicht zurück. Und ich lieg. Okay, komme. Und ich hatte voll LP. Ah, super. Wenn sie dich erwischt hat, dann heil mich ganz schnell. Ja, ja. Komm her. Wo bist du? Unter dem Blatt? Ja. Get up, Allie. Na komm. Jetzt. Nee, ich bin auch tot. Ja. Okay. Das meinte ich. Verdammt. Im Nahkampf keine Chance für die Dinger. Ja, 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 das macht nichts. Dafür sind wir ja da. Wir wollen ja zeigen, wie es auch nicht geht, beziehungsweise am besten geht. Und das war jetzt nicht unbedingt ein Glanzstück. Kann man so ausdrücken. Ja, doch, definitiv. Ja. Das war nicht unsere Meisterarbeit, ganz ehrlich. Na komm, hoch da. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es doch hier irgendwie den Weg da auch rein. Ah, genau. Und den Marienkäfer lässt sie völlig außer Acht. Schön. Dann schleiche ich mich dran vorbei. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Das sagst du so. So, wo ist das Blatt? Hier, Zeug? Hier, hier, hier. Folge mir. Ist das meiner? Ja. Gut. Der andere ist da. Ich würde sagen, das müssen wir nochmal üben. Aber du solltest mir vielleicht mal ein paar Pfeile rausgeben. Wo bleibst du? Yeah, hallo? Ich komm. Ja, du läufst die falsche Richtung. Bin ich schon wieder falsch? Ja. Ich stelle mich mal dahin. Komm. Komm nochmal zurück. Komm. Voll irritierend hier. Ja. Komm, hier lang. Komm schon. Da so. So. Alles dabei? Ja. Ja. Warte mal, stopp. Halt. Mal gucken. Ja, Marienkäferrüstung sieht doch cool aus. Ja. Definitiv. So. Da. Los. Hinter dir? Was? Wie? Hinter mir? Achso, Pfeile. Ja. 28, na, das sollte doch irgendwie hinkommen. Ui. Ich schieß sie an. Nee, halt. Lass uns mal gucken, welcher Ausgang hier der ist, wo sie nicht so weit läuft. Ja, dann sollte es nämlich der da hinten sein. Oder? Okay. Moment. Damit sie nicht gleich wieder abhaut. Was ist hier? Da ist gar nichts. Hm. Schade. Oder? Nee, da kriegst du uns bestimmt. Nee, hier kommt die gar nicht durch. Wie bitte? Hier dürfte sie gar nicht durchkommen. Nein, nein, aber wenn wir da drinnen sind, dann kriegst du uns trotzdem. Oder nicht? Theoretisch nicht. Also bei einigen Dingen kannst du es durchhauen, aber bei einigen Dingen nicht. Müsste man testen. Also wenn sie die Eiche durchhaut, ich würde sagen, das wäre ein bisschen komisch. Ja, manchmal sind die Hitpoints ein bisschen komisch hier. Okay, ich testen wir an. Mehr sterben können wir nicht. Komm schon. Die weiß gar nicht, wo wir sind. Okay, sie kriegt uns hier nicht. Deswegen läuft sie weg. Wenn wir jetzt wieder vorgehen, pass auf, kommt sie gleich angerannt. Na? Mein Fall. Da kommt sie. Da kommt sie. Wow, lauf! Ja. Ich muss in die andere Perspektive. Ah, sie hat mich erwischt. Blödes Vieh. Das kriegst du aber perfekt. Und zur Wand nehmen. Wow. Da, das gibt's ja nicht. Aber das Ding hier ist echt cool. Ja, jetzt müsstest du mich kurz aufheben.
hoffe, ich schaffe noch. Ja, sehr gut. Ja, geht sogar noch. Sehr gut. Ja, jetzt ist es total in der Falle. Ah. Ja. Super. Und du hast schon alles eingesagt, oder? Ja, klar. Blutfinger. Jo. Der schnelle Joe. Hä? Wo ist denn der? Ich bin feil. Ich bin feil. Ich bin feil. Also die Stelle ist echt verdammt gut. Die finde ich krass. Ja, musst du aber aufpassen, weil wenn sie ihren Powerstart macht, dann kann sie einmal durchhauen. Ja gut, aber so weit drin, wie wir gewesen sind, hast du ja gesehen, die hat ja festgesteckt. Achso, ich muss aus der Ansicht wieder raus. Aber das war reines Glück, dass ich das noch überlebt habe. Ich habe meine ganzen Dinger verbraucht. Verbände. Verbände? Einen habe ich noch. Warte mal. Okay. Jo, von der Sache an sich, das ist cool. Ja, dann mache ich jetzt noch die Ameisenrüstung. Ja, genau. Nicht Ameise. Wieso sage ich immer Ameise? Die Marienkäferrüstung. Vielleicht hast du eine Meise. Ja, nee, da stehe ich voll drauf irgendwie. War meine erste Rüstung, hallo? So, ja, komm. Ich will auch die Marienkäferrüstung. So, komm. Und Spawnpunkt hat man ja hier, ne? Ja. Ja. Nein, der ist okay. Alles klar. So. Guck du doch mal nach der Krähenfeder. Vielleicht ist ja jetzt doch eine da. Ja, yep, ich hänge nur kurz Essen an. Ja. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Da. Okay, wir haben alles da und natürlich anlegen. Was? Irgendwas hast du geredet, ich habe nicht zugehört. Also, Pete, habe ich nicht zugehört. So. Okay, den Brustpanzer, den stellen wir auch hier. Und die Beinschienen. Herstellen und ausrüsten. Yay! Juhu! Was? Gefunden? Cool! Cool, ich will auch die Armbrust, darum. So, ich sollte was trinken. Und Essen hängt da rum, ist ja gut. Halt! Mein da. Achso, ich bin auf dem Gestell gelandet. Ach, das ist noch nicht fertig. Ach, okay, okay, okay. Und haben wir hier schon was Fertiges? Nö. Und da auch nicht. Alles klar. Tief tauchen. Und auf geht's. Achso, mein Inventar ist auch noch voll. Ah. So. Haben wir jetzt eigentlich genug Bomberteile, um mir jetzt auch eine Axt zu machen? Ich habe 8 Stück, das sollte reichen. Nee, 8 Stück sind in der Kiste und einen lege ich noch dazu. So. Jetzt. Gut. Gut, dann können wir jetzt mir auch noch eine Axt bauen. Okay. Dann kann ich dir mal zeigen, wie man Stängel klopft. Wohl. Alles rein. Ah ne, ist kein Platz mehr. Ups. War da noch was? Ja, das geht. Okay, die geht nicht mehr. Und die Rüstung lege ich auch mal gleich ab. Und zwar da rein. Ja. Nein, die natürlich nicht. Wo ist es da? Sind die Beinschienen? Die Beinschienen sind noch ausgerüstet, oder? Kann das sein? Okay. Weiß ich ja nicht. Nö, ich habe eigentlich ausrüsten gesagt. Nee, die sind noch da. Hä? Die sind nicht im Inventar. Hast du sie vielleicht in Dings gepackt? In der Kiste?
Okay, guck ich mal lieber nach, ja. Aber eigentlich nicht, ich habe ja ausrüsten gesagt. Ja, du weißt doch, manchmal ist der Finger schneller als das Auge. Nö. Dann guck mal genau ins Inventar nach. Ich bin noch dabei. Vielleicht hat er unten eine Liste. Da ist nichts. Aber die Teile hat er verbraucht. Ameise? Nö. Was ist denn jetzt? Nein! Also ihr habt ja definitiv gebaut, oder nicht? Also Material müsste dafür immer passend da gewesen sein. Also ich hab's angeklickt, ich sehe es ja jetzt noch. Na? Und ich habe entsprechend die Teile verbraucht, jetzt ist alles weg. Jo. Okay, Feder, wir sehen uns gleich wieder. Ich komm mal rum. Ich komm mal rum. Jo, hier ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Und könnt wetten, wenn ich das Video sehe, dann sehe ich das. Haha! Die liegen noch da! Aha. Keine Chance. Da, nix. Nee, das alles alle. Okay. Deswegen hergestellt habe ich sie und ich habe auch ganz klar gesagt, ausrüsten. Also geklickt. Das ist uncool. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Das war, glaube ich, nicht so gut. Aber mein Bogen ist auch fast kaputt. Oh, was ist denn das da? Was denn? Ja, der Herr hat das rausgeschmissen. Was? Ich habe doch ausrüsten gesagt. Und selbst wenn ich es nur hergestellt hätte, dann wäre es doch in der im Inventar gewesen. Ja, vielleicht hast du es dann aus Versehen mit Z irgendwie rausgeschmissen. Achso, ja, das wäre natürlich möglich. Dass, nee, einmal da hinten war ich gar nicht. Ja, egal. Nee, du hast es rausgeschmissen ins Wasser, das sagt da hinten. Ja, aber ich hab's nicht gemacht. Echt nicht? Nö. Weigere ich mich, das zu akzeptieren. Ich werde das Video sehen, mein Freund. Kannst du gucken. So, und jetzt brauche ich mir eine Axt. So, das da noch raus. Hier brauchen wir sie. Die Feder, hast du die geholt gehabt? Nein, ich hatte ja noch keine Axt. Ach so. Aber jetzt habe ich eine Axt. Alles klar, dann komme ich einfach mal mit. Lups. Und schon mal die Keule raus. Obwohl, das nutzt mir hier gar nichts. Nö. Nee. Du brauchst den Speer. So. Oder den Dreizack. Und da ich wieder noch habe, würde ich sagen, war das unnutz. No. Aber den Bogen kann man nicht unter Wasser benutzen, oder? Nee. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo die Feder ist. Dann war die da vorhin bestimmt auch. So. Wo ist er? Marcel. Ja, hier, gut doch. Wo ich bin. Ja, du bist ganz schön weit entfernt. Warte, du warst doch gerade hinter mir. Ich bin zu der Vogeltränke oder was da ist geschwommen. Ich habe gesagt, hier hinten spawnen die Dinger auch. Ach, da hinten. Okay. Wo hört er mir zu? Ich hab dir doch zugehört. Ich dachte, du meinst da hinten bei der Vogeltränke. Irgendwo da am Felsen. Na dann, zack, zack. Ja. So, nimm du doch mal die Feder. Ja. War nur eine kleine, ne? Ja. Nee. Hm. Doch. Ja, da haben wir immer noch eine zu wenig. Immer noch eine. Ja.
Dann mal kurz hier rauf. Vielleicht sehen wir den Vogel. Was? Vogel. 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 Nee, das sind Mücken. Den Vogel sehe ich denn nicht. Okay. Und auf dem Laser ist er auch nicht. Schade. Tja. Dann würde ich sagen. Es kann natürlich sein, dass er an der Hecke noch eine Feder liegt, aber. Naja. Für unseren kann Glück sein. Ja, ganz genau. Das, eine Folge. Das muss auch nicht sein. Nein, nein. Gut, dann fliegen wir mal zurück. Ja. Dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, nehmt doch noch ein Abo mit, wenn ihr noch nicht habt. Und ein paar Kommentare wären auch super. Freue ich mich jedes Mal, die zu beantworten. Und einen kleinen Daumen hoch. Oh. Und einen kleinen Daumen hoch wäre auch schön. Da komme ich nicht hoch. Da. So. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.